Herzlich willkommen. Eigentlich sollte das jetzt ein Film darüber werden, über die Tücken im Frühjahr, wenn die Wassertemperaturen noch am Winter erinnern. Aber mittlerweile haben wir 10,8 Grad und das heißt, es ist wirklich Frühjahr angekommen, auch im Wasser. Wie ich da vorgehe, erfahrt ihr jetzt. Eigentlich wollte ich tiefe Rinnen beangeln, tiefe Kuhlen, tiefe Buhnen, aber die Wassertemperaturen haben mich jetzt doch überzeugt, dass ich ausweiche von diesen tiefen Rinnen. Und hier ist zwar eine tiefe Rinne, aber ich werde nicht dort direkt drinnen angeln. Ich werde im Umkreis darum angeln, weil ich jetzt davon ausgehe, dass die Fische aus diesem Bereich rausgehen und sich die Futterfische suchen und dort auch die Nahrung aufnehmen. Aber erstmal Köderfische organisieren. Und es zuppelt schon. Ja, da ist ein Fisch dran. Ich versuche nicht zu große Köder mir zu organisieren. Optimal sind so 15 bis 20 cm. Wenn das Wasser nachher noch wärmer wird, dann weiche ich auf ganz große Fische aus. Aber jetzt bin ich noch ein bisschen vorsichtig und mal gucken, ob das der passende Köderfisch ist. Naja, es geht so, aber wenn ich so 4 bis 5 Köderfische habe, dann kann ich aufhören und es reicht auch wirklich. Ruten rausgebracht und dann werde ich sehen. Also wenn ich dann mich verspekuliert habe mit den Köderfischen, aber dann muss es wirklich eine Traumnacht sein. In der Zwischenzeit kann ich ein bisschen Reißleine binden. Das ist auch so ein Tipp von mir. Sitzt nicht die ganze Zeit neben der Federrute und konzentriert euch oder ärgert euch, dass ein Fisch beißt oder auch nicht beißt. Es kann nämlich in der Anfangssituation extrem langweilig sein, bevor überhaupt ein Fisch kommt, ne? Und dann nutze ich die Zeit, um ganz entspannt Reißleine zu binden. Wie binde ich die? Ganz einfach. Ich mache eine Schlaufe und hier einen doppelten Knoten. Ganz einfach. Dann nehme ich meine Einhänger oder einen Wirbel und mache hier ein Öhr. So, ja. Und durch dieses Ding führe ich das ganze Ding wieder zurück. Ja, und ziehe fest. Muss es aber gut festziehen, damit es sich fixiert und nicht wieder aufgeht. Zack, zack, fertig ist mein Einhänger. Und davon mache ich immer, ja, so 4, 5 Stück. Und dann bin ich schon mal für die Nacht gut vorbereitet. Ein Tipp, wenn ich zu Hause bin, dann binde ich mir solche Einhänger auch schon vor. Also solche Reißleinen. Und die packe ich mir dann immer aufs Boot über meinen Rutenhalter. Und dann habe ich so ein kleines Waffenarsenal an Abreißleinen schon vorbereitet. Ne? Kann man sich halt ein bisschen Zeit sparen beim Angeln. Und dann ist es auch alles halb so wild. Es wird ja oftmals die Frage gestellt, welche Vorfächer oder welche Montagen ich verwende. Ich halte mal eine Kamera rein. Etliche von euch müssten es jetzt erkennen. Unser Markus Eule alias Mr. Waller hat in einem Video euch gezeigt, wie man diese Haarmontage bindet. Ich werde in der Videobeschreibung die Bauanleitung reinpacken. Da könnt ihr das dann ganz einfach nachbauen. Da erklärt er auch nochmal ganz explizit, wo diese Vorteile von dieser Montage sind. Und glaubt mir, die ist wirklich extrem fängig. So, was habe ich bei mir? Ich habe eine 20 Gramm U-Pose. Der Abstand sind ungefähr 12 cm, vielleicht 10, na 12 cm. Und dann habe ich eine Lauffachlänge aktuell von 1,60 m, weil ich werde die Rute relativ flach hinlegen. Es kann auch sein, dass ich mal 2 Meter Länge fische. Das ist unterschiedlich. Ich muss sie nach der Situation anpassen, nach dem Strömungsdruck. Wie die Fische sich verhalten, wie sie reagieren. Ganz wichtig ist beim Wallerangeln beobachten. So, dann hinten das Ende, schnittere Tank. Hier kommt nachher der Einhänger rein, wenn ich hier meinen Stein ran mache. Also im Prinzip setze ich mich so aufs Boot hin. Dann habe ich das schon am Stein dran und dann hänge ich das bloß ein. Mir ist nämlich aufgefallen bei einem Facebook-Post, dass jemand sich im Homeoffice aufs Wallerangeln theoretisch vorbereitet und da hat er einen Ziehboom verwendet. Hallo, grüß dich! Und Ziehboom
hat einen ganz großen Nachteil oder zwei Nachteile. Extrem viel Dreck kann sich sammeln und der Hakenmechanismus kann sich lösen oder er kann die Reißleine anrauen. Vorteil beim Seaboom ist, wenn ihr mit Wurfblei arbeitet, also ihr wollt die Montage werfen, dann hat der Seaboom seine Berechtigung. Sonst nicht. Macht nicht den Fehler. Den Fehler habe ich damals auch gemacht. Und ihr werdet Dreck sammeln ohne Ende. Das funktioniert so. Wie gesagt, das Öhr vom Wirbel, was an der Hauptschnur ist, da einbinden oder einhängen. Und dann dreht sich der Wirbel nach wie vor frei. Ja, das ist der große Vorteil. Ich habe dann hier noch eine Schlagschnur drauf. Ich angle nämlich in unterschiedlichen Situationen, mal in Buhnenfeldern oder mal an extrem starken abfallenden Kanten. Und da habe ich wirklich 50 Meter Schlagschnur drauf. Ja? Und ehrlich gesagt, die muss ich jetzt auch wieder tauschen. Die ist jetzt ein Jahr im Gebrauch und ich gucke dann immer regelmäßig in Abständen die Schlagschnur durch, ob da irgendwelche Aufscheuerungen sind und dann tausche ich das allmählich aus. Ah, ja, richtig windig. So, und ich muss jetzt einfach umsetzen, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn ihr mit dem Boot auf dem Fluss unterwegs seid, unterschätzt nicht die Gefahren. Wind ist eine der größten Gefahren. Wind und Sturm. Aktuell arbeitet der Wind gegen die Strömung, das heißt, die Wellen werden immer höher und die arbeiten wie gegen eine Brandung gegen. Und dann raufgucken auf eine Wetter-App und wirklich den Wind kontrollieren und im Auge haben. Da hinten tun sich schon Schaumkronen auf und ich werde jetzt machen, dass ich hier wegkomme, einigermaßen im Windschatten. Ja, leidiges Thema, Flussangeln. Vor allen Dingen im Frühjahr und im Herbst, wenn die Temperaturunterschiede zu heftig sind. So, bleibt ja nichts anderes übrig. Anker reinholen. Echolot ist an, um die Tiefe kontrollieren zu können. Immer sicher ist sicher. Ich kenne mich jetzt zwar hier aus, aber es ist so eine Gewohnheit. Oh, sehr fest. Oh. Gott, sieht das aus. Naja, ist an. So, der Wind pustet jetzt mehr als die Strömung gedrückt. So, die Sache ist jetzt erledigt. So schnell kann es gehen. Unterschätzt die Sache nicht mit Wind. Ja, Wind und Gewitter ist das Schlimmste, was man auf dem See oder auf dem Fluss haben kann. So, und jetzt kann ich mich fast für die Nacht vorbereiten. Ja. So, die Montagen habe ich rausgebracht. Einmal an den tiefen Loch. Das kommt aus 8 Meter hoch auf 3 Meter. Und da habe ich gesehen, dass Futterfische auf ungefähr ja, zwischen 4 bis 5 Meter stehen. Da habe ich die Rute platziert. Die andere Rute habe ich jetzt ja, an einem Baum fixiert. Guti, ab geht da. Mal gucken, ob ein Fisch kommt. Ne? So, da ist er. Der macht sich jetzt ein bisschen schwer. Und das war's. Hat sie sich gelohnt. Yes. Geil. Juhu! Ich bin gerade aufgestanden, habe gesehen, was für ein Frost es ist und ich sehe einfach die Sonne so langsam aufgehen und besseren Start kann man nicht haben in den Tag. Ne? Geile Nummer.
In diesem Sinne, guten Morgen. Bevor ich es vergesse, diese Montage eignet sich auch prima für Wurm und Kalamari zum Anködern. Ihr macht ganz einfach dieses Haar etwas länger, dass es so lang ungefähr ist. Und dann könnt ihr schön Würmer und Kalamaris drauf anködern. Und habt wirklich ja, ein Vorfach, womit ihr Frequenz machen könnt. Wurm-Kalamaris sind aus meinen Augen eine Montage, um Frequenz zu machen. Und es funktioniert. Also im Sommer angle ich gerne so. Gut, das soll es dann auch von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen guten Start in den Frühling und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.